Und damit willkommen zurück zu einer wilden Partie Versagen in diesem wunderschönen Spiel. Ich dachte, ich könnte es noch irgendwie retten, Unsere aber Verstärkung greift in die nope. Schlacht ein. Keine Chance. Systeme kalibriert. Was ist Systeme kalibriert? Erwarte Befehle. Ah. Eine alliierte Kolonie ist verloren. Oh nein. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Schauen wir mal. Verstanden. Wo ist denn das Bereit, Dingsbums? Loszuschlagen. Träger? Ich habe hier doch irgendwo. Ich kümmere mich darum. Schlachtkreuzer, Raffinerieschiff. Habe ich nicht irgendwo ein Kolonieschiff gebaut, dachte ich? Leichter Träger. Erwarte Befehle. Schlachtkreuzer. Naja. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Nicht so wirklich. So, die macht es nicht mehr. Die stirbt jetzt. Und gut ist. Wie schaut's denn hier mit meinen Ihre Dings Befehle. Aus? Dann können wir eigentlich schon wieder in die nächste Schlacht schicken. Das müsst ihr da nicht packen. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Neue Ach, Piraten. Erwarten uns. Och nö. Fahren Sie fort. Übermittlung empfangen. Das ist ja doof. Jawohl, Commander. Jetzt sind hier Piraten. Dagegen kann ich tatsächlich gar nicht so viel machen. Ich könnte, wenn ich genug Geld hätte, ein Großkampfschiff bauen. Zum Beispiel so ein Panzerkreuzer Bauwerk oder komplett. Sowas. Aber ich glaube, das wird eher weniger was. Ein Kolonialkreuzer muss nicht sein, Träger auch nicht. Dann eher doch hier sowas, so ein Schlachtschiff, um gegen die Piraten anzukämpfen. Wird aber nicht ganz so einfach. So. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Haut der jetzt schon wieder ab. Na gut, der zerstört halt Zeugs und haut ab, ne? Er muss ja nicht da bleiben. Muss nicht sein. Obwohl es langsam wehtut, ich verliere immer mehr. Ich habe jetzt noch drei Planeten, mein Verbündeter noch eins und das war's. Und dem Gegner gehört halt alles. Der kann forschen und machen, wie er will. Im Grunde müsste ich das schon lang verloren haben. Vermutlich ist dem auch so. Berechne Sprungkoordinaten. Aber jetzt schauen wir einfach mal. So, Schlachtschiff. Das baue ich jetzt einfach mal. Und dann sehen wir schon, ob der gegen Piraten und Zeugs ankommt. Phasensprung abgeschlossen. So. Ihre Befehle! Wir erledigen das! Der hat ja noch Antimaterie. Wir erledigen das! So soll es sein! So soll so. Es sein! Hört mal her, ihr Fliegeraffe! Jetzt bin ich mal gespannt. Überladen und bumm. Das müsste doch richtig scheppern, oder? 3200 Schaden müssten das sein. Ich bin ihr schlimmster Albtraum! Naja, nicht ganz, waren bloß 2000, aber der hat ja auch ein bisschen Rüstung und Zeugs. Dann schießen wir halt gleich noch ein Ding an. Also wirklich alles auf den Titan draufballern. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Wir erledigen das! Ja. So soll es sein! Alles draufhauen, was geht. Unterstützung. Bereit loszuschlagen! Boom. Eines unserer Großkampfschiffe ist schwer beschädigt. Ich bin ihr schlimmster Albtraum. Ich kümmere mich darum. Ach, das ist ein Träger der Stufe 1. Ne, das ist mein Filfschiff. Oh, das ist aber tief reingegangen. Ja gut, Verstanden. Das stirbt jetzt. Das war auch wieder sehr dumm Eines und teuer. Eines unserer Großkampfschiffe wurde vernichtet. Schade. Kampfbereit. Und wenn ich gucke, was der Gegner hier alles hat. Guten Tag, Commander. Das wird unsere oh Glanzstunde. Je. Ich glaube, da kann ich dann aufgeben, weil das bringt nicht mehr viel.
Aber der Titan hier, der gefällt mir wirklich gut. Der ist schon sehr krass unterwegs. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte noch eine andere Flotte zusätzlich. Der haut halt alles kaputt, ne? Ja. Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen. So, die nächste Fähigkeit wird da richtig reinbrettern. Da kommt der zweite Titan. Mal sehen. Ob wir hier was schaffen oder ob es das gleich war. Jetzt sind halt so viele gegnerische Schiffe. Unsere Flotte wird angegriffen. Ich habe auch das Gefühl, der zieht mir hier dauernd irgendwo. Einer von denen zieht mir Antimaterie. Und das macht's dann böse. Commander an Deck! Das ist dann wirklich böse. Ausgezeichneter Plan. Aber das war's. Ihr habt den Commander gehört. Ich glaube, da kann ich abhauen. Bereit loszuschlagen. Ohne Antimaterie kann ich das fast nicht schaffen. Fliehen wir mal. So soll es sein. Der hat irgendwo ein Schiff, das mir Antimaterie zieht. Ich weiß aber nicht welches. Vielleicht ist es auch der Titan selbst, das kann auch sein. Wir haben schon ein Kitzel. Ja, mal sehen, ob wir fliehen können. Wir brauchen ein Ziel. Unser Planet wird belagert. Guten Tag, Commander. Das sieht nicht gut aus. Wie viel der da gebaut hat. Tempelzeugs, Hangarverteidigung, bum bum bum. Er hat eine ganze Menge. Auch Titangießerei. Da wird auch gerade ein Titan gebaut, so wie es ausschaut. Oh oh. Macht das mein Titan noch oder stirbt er jetzt? Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfeld. Dreht noch. Wir brauchen ein Ziel. Ihre Befehle. Eines unserer Großkampfschiffe ist schwer beschädigt. Ha, nett. Kampfbereit. Ja, der stirbt natürlich auch. Das ist halt nur ein Großkampfschiff. Man braucht halt auch ein bisschen Unterstützung, ne? Aber viel bauen und probieren muss ich jetzt ja auch nicht mehr. Das ist gelaufen. Ich kann gar nichts mehr retten, das stimmt. Da ist jetzt eindeutig vorbei. Das müssen Sie uns nicht zweimal sagen. Ja. Also wenn der volle Antimaterie hat, dann kann der schon richtig bösen Schaden raushauen. Und ich glaube mal, die Skillung ist nicht die schlechteste, ne? 4-4, schöner Schaden. Überladung, glaube ich, muss man nicht großartig buffen. Das halt, ja. Das lohnt sich, aber ansonsten... Vielleicht hätten wir das auch auf 2 lassen können, aber die maximale Antimaterie ist nicht schlecht. Alliierten steht unter Belagerung. Ja, das ist jetzt hier, der stirbt jetzt, das war's. Da ist definitiv Ende angesagt. Interessanterweise ist er mir mit dem Titan hinterhergeflogen und das ist riskant für mich. Commander an Deck! Unsere Flotte wird angegriffen. Schaut mal her, ihr Fliegerasse. So. Genau. Schafft er das? Nee, der sein Titan stirbt jetzt. Also der Titan von ihm war es nicht, welcher mir Antimaterie zieht, so wie es ausschaut. Boom. Ja. Wurde vernichtet. Der hat es nicht mehr geschafft.
Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden... Ah, hier, wenn so ein Crack im Spiegel ist, im Bild, dann ist es GG. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben schon ein so, Titan vernichtet. Wir brauchen ein Ziel. Ein bisschen Erfahrung fehlt dem noch, bis zu Level... Schlag mich tot. Level 10 Titan, der ist dann schon mächtig. So, das stirbt hier alles. Eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Ja, der hat halt ja auch einen Titan. Ihre Befehle! Ja, jetzt haut er ab, genau. Ich will mal den Loose Screen sehen, wie der ausschaut. Das wäre sicher auch sehr interessant. So. Reparaturwerft könnte ich gut brauchen. Unser Hauptplanet wurde vernichtet und alles ist verloren. Alles ist verloren, ja. Kommt hin. So, Gesandtenfregatte, die bringt mir gar nichts. Der hat nämlich aufgegeben. Aber das hätte ich auch. Mache ich auch fast gleich. Das kann mir alles abreißen, ne? Umschalt S. Auch ein interessanter Hotkey. Na, lass mal den ganzen Quatsch einfach nur stehen. Ich meine, den Planeten muss er mir jetzt auch noch wegnehmen, ne? Und den da unten. Da kann ich gar nichts mehr machen. Kann so ein paar Dinger bauen, aber das war's dann auch. Geld dürfte ich auch noch mal viel bekommen. Woher soll's kommen? Bauwerk komplett. Eines unserer Großkampfschiffe ist schwer beschädigt. Demontiert, ah. Schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Also gut, ich glaube, das nächste Mal werde ich dann... Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen soll, aber ich werde versuchen, wirklich aggressiv auf den Titan zu techen. Dann definitiv nicht die eine KI Suicide-mäßig irgendwo befehlen. Ich werde der KI gar keine Befehle geben. Zumindest ist das der Plan. Ich hoffe, ich kann mich daran halten. Und ansonsten... Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt am Anfang eher auf zivile Forschung ein bisschen mag. Der Handel, ich mag den Handelsposten. Ich finde auch die Raffinerie voll gut und das Zeugs. Ist halt die Frage, braucht's das? Bauwerk komplett. Oder nicht? Ne, ist halt teuer. Auf lange Sicht lohnt sich's aber. Je nachdem, wie man spielen will. Also den muss ich auf jeden Fall holen, Ragnarov. Ansonsten, das Zeugs halt irgendwie techen. Aber da muss ich mal gucken. Oh, unentdeckte Welt, ja, das kann sein. Bereit loszuschlagen! So, die repariert jetzt den Titan. Unser Planet wird beladen. Ah, die repariert sehr schnell, schaut euch mal das an. Immer um Faktor 10 hier. Das heißt Faktor 10 um halt 10 erhöht. Und er repariert sich gerade sehr schön hoch. Immer so 200 oder wie es schaut. Ja. Das ist nicht schlecht. Ihre Befehle! Ist nicht super schnell, aber es geht. Bauwerk komplett. Ich warte ja nur darauf, dass er als nächstes irgendwo angreift, ne? So, hier ist er jetzt zum Beispiel. Ah, ich kann das hier alles weghauen. Kann ich auch die ganz kleinen Schiffe weg? Wow, ich kann wirklich alles weghauen. Ich kann alles explodieren lassen. Boom, 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 pew! Ja, wie lustig.
kann man alles wegexplodieren lassen. Mach was der KI ein bisschen leichter, aber ich will mal diesen Loot Screen sehen. Ich glaube, den habe ich nämlich noch nicht gesehen, weil ich halt immer auf leichter Schwierigkeitsstufe gespielt habe. Dementsprechend haben den Kontakt zu einem unserer Planeten verloren. Ist das natürlich nicht sonderlich schwer, da zu gewinnen. Ja. Nicht ausreichende Metalle. Geht halt nichts mehr, ne? Was will man machen? Irgendwann ist Ende. Aber der müsste jetzt theoretisch demnach dann gleich hier angreifen, um gut ist, weil hier ist halt auch nichts mehr. Ne? Das ist vorbei. Hat die KI das echt gewonnen? War halt doof, dass der. Ja, das waren halt zwei, drei echt große Fehler. Ansonsten hätte ich vielleicht noch rumreißen können, aber wo ich das eine Mal die KI hier angreifen habe lassen, ich glaube, hier war es. Und da stand eine Mega-Armee, die größer war als die Angriffsarmee, das war halt dämlich, während wir hier unten angegriffen wurden. Planetenentwicklung abgeschlossen. Dann haben wir hier verloren, hier verloren, das war halt zu viel. Der Titan hat mich aber überzeugt. Auch bei dem zumindest. Ich weiß nicht, bei dem Tech-Loyalisten-Titan, ob da Angriff wirklich das Beste ist, weil der hat mehr so... Flottenunterstützungsfähigkeiten wie Schilde und rasende Verteidigung und das ganze Zeugs. Ich glaube, da ist das tatsächlich besser. Der braucht aber auch eine große Armee hinter sich, also eine große Flotte. Der hier allerdings, da macht Schaden und Hülle, das ist ein Kampfbiest. Der will einfach nur zerstören. Der will alles kaputt machen. Das ist, im Grunde ist es eine galaktische Riesenkanone. Na, und sonst nichts. So, kommen sie jetzt? Ich bin ihr schlimmster Albtraum. Ja, jetzt haben wir nur eine Mega-Riesenkanone. Sonst nichts. Planetenentwicklung abgeschlossen. Da, jetzt. Ihre Befehle! Boom. Bauwerk komplett. Na gut, der stirbt halt jetzt, ne? Weil wie oft der halt schießen kann. Das ist halt krass. Und tschüss. Da ist der Titan. Den müssen wir vernichten. Ich habe nochmal zwei bekommen. So, was machen wir jetzt? Antimaterie? Oder lieber den Schuss? Also ich glaube nicht, dass ich die Antimaterie das Überladen techen muss. Obwohl es schon recht nützlich sein kann. Das ist halt die Ulti, ne? Ja, und dann eine explosive Granate auf das Infrarichtschaden anstößt zurück. Kostet dann aber mehr Antimaterie. Oder halt das macht halt richtig Schaden. Oder den Streuschuss. Was ist denn da das Beste? Das ist die Frage. Ich mag den Distanzschuss sehr, weil man damit halt die ganzen Schiffe vernichten kann. Ich glaube, ich gehe auch damit. Das passt schon. Ihr schaut euch an, wie der Titan kassiert. Der stirbt einfach weg. Wer braucht Luftunterstützung? Boah, der zerbumst ja alles. Gut, die Schiffe hier sterben jetzt, das ist auch klar. Aber der Titan, der macht es. Ohne Reue, ohne Probleme. Der haut einfach alles weg. Reparaturwerft stirbt. Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen. Der Gegner kommt halt jetzt mit allem, alle drei Gegner, gegen einen Titanen. Aber der hat guten Schaden, ne?
215 Gauss, Rail Gauss Gunschaden, 261, Autokanonenschaden. Flakschaden ist ein bisschen niedrig, aber das passt schon. So, ein Titan zerstört, tschüss. Boah, der Streuschuss. Der macht halt schon sehr guten Schaden. Da sind so viele Schiffe jetzt verletzt worden. Nicht vernichtet, aber gut verletzt. Die Schilde unseres Titanen sind heruntergefahren. Ja, das wird schon irgendwie. Oder irgendwie machen die das schon. Rottet diese dreckigen Raten aus! Oh, das geht jetzt schnell. Die ganze... Klar. Also ganz allein kann der Titan natürlich nicht gegen drei fette Flotten bestehen. Aber wenn der wirklich Truppen dabei hat, die ihn unterstützen, ihm helfen und die ganzen anderen Gegner ablenken, dann ist das ein echtes Biest. Der zerpflückt halt wirklich alles. Kann jetzt nicht viel übers Balancing sagen. Aber vom Spielspaßfaktor, wenn man ihn spielt, definitiv dabei. Aber jetzt ist er am Ende. Aber er hat es lange gemacht. Sehr lange sogar. So. Machen wir Ende. Machen wir Ende für heute und gut ist. Aber ich fand's lustig. Aber ich werde es nochmal probieren. Ich gebe jetzt hier nicht auf. Ich habe jetzt dieses Level einmal nicht geschafft. Vollkommen in Ordnung. Das nächste Mal probieren wir das ein bisschen anders. Ich frage mich, wie der Gegner an so viel Geld kommt, um sich die ganzen Schiffe zu leisten. Aber gut, wenn ich mir hier anschaue, der hat hier 4, der hat hier 2, hier 3. Und wir haben halt hier auch so ein bisschen, aber... vielleicht hat er die bessere Auswahl. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Nee, ist even. Ist gleich gut. Auch das Ding mit den Piraten und so muss man sich mal anschauen. Vielleicht haben sie auch weniger so wild durch die Gegend geforscht und mehr fokussiert, das kann auch sein. Ich mache halt immer von allem irgendwas. Und das war's. Aber okay. So, Credits, Metall, Flotte, Kampf. Na, das sagt nicht viel aus, ne? Ich habe viele Kampfflieger zerstört, auch einige Geschwader. Sehr viele Fregatten. Die meisten Großkampfschiffe und auch die meisten Titanen. Also das geht schon, aber irgendwann war halt Ende. Egal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal probiere ich es nochmal. Und wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut! Thank you.